Heute, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Review zu Gradle. Das ist ein neues Themendeck, das kommt im nächsten Set. Dimension of Chaos. Das sogar schon Ende dieses Monats erscheinen wird, beziehungsweise Anfang nächsten Monat. Also Ende dieses Monats ist die Sneak. Wir werden hoffentlich dabei sein von Tame in München und wieder ein Vlog drin. Ansonsten Opening wird wahrscheinlich kommen und wie immer super günstige Preise bei unseren Sponsoren. Und in dem Set sind halt zwei größere Themendecks. Einmal Magic Specter, klar. Curse-skyptes Themendeck. Und dann halt diese Gradle-Dinger. Und die schauen wir uns halt mal heute genauer an, ob das halt nur ein Fun-Deck ist oder ob es irgendwie mithalten kann. Also das Themendeck hat 8 Karten, 4 Monster, ein Synchro-Monster, eine Zauber und 2 Fallen. Die sind alle Wasser und vom Typ Aqua. Die meisten sind Level 3 und dann hat es noch ein Boss-Monster. Fangen wir mal an mit Gradle Alligator. Wie gesagt, Wasser, Aqua, Level 3, 500 ATK, 1005 Death. Und wenn er in der Monsterzone zerstört wird, durch Kampf oder durch eine Zauberkarte und auf den Friedhof geht, kannst du ein offenes Monster vom Gegner wählen, es mit dem Gradle Monster ausrüsten und dann die Kontrolle übernehmen. Und wenn dann dieses Monster als Ausrüstung vom Feld nochmal geht, dann wird das Monster zerstört, das du übernommen hast und nicht zurückgegeben. Interessanter Effekt, interessantes Thema und Ziel des Themendecks. Und ich würde dem erstmal 5 von 10 geben. Ist halt der Standard-Effekt des Themendecks, den haben glaube ich alle und ansonsten kann halt nichts. Also kann nichts zerstören, kann nichts searchen oder so, einfach nur den Standard-Effekt hat er nur. Deswegen genau in der Mitte erstmal 5 von 10 Punkten. Dann haben wir als nächstes die Gradle Cobra. Auch wieder Wasser, Aqua Level 3, 1000 ATK, 1000 Death. Und die hat auch denselben Effekt, wenn sie in der Monsterzone zerstört wird, durch Kampf oder durch Falle diesmal. Und auf den Friedhof geht, kannst du einen Monster vom Gegner wählen, es ausrüsten und dann die Kontrolle übernehmen. Und wenn die halt als Ausrüstungszauberkarte das Spiel verlässt, dann zerstört das Monster, das du übernommen hast. Also genau wie der davor, nur Falle anstatt Zauber. Was vielleicht ein bisschen schlechter ist, weil Fallen halt meistens nur im gegnerischen Zug aktiviert werden können, reaktiv und sowas. Der andere mit denen, den kann man noch mit Schwarzes Loch zum Beispiel kombinieren. Und die halt nur mit TT oder sowas. Also auch erstmal 5 von 10 Punkten. Dann haben wir den Gradle Eagle. Wasser, Aqua, Level 3. Der hat dafür 1500 ATK, 500 Death. Der hat wieder denselben Effekt wie die zwei davor. Nur anstatt Zauber oder Falle. Monster-Effekt, also wenn er durch Kampf oder Monster-Effekt auf den Friedhof geht, aktiviert sich sein Effekt. Ich denke mal, diese Zauberfalle oder Monster-Effekt ist nicht so wichtig. Hauptsächlich sterben die meistens durch Kampf, wenn man reinläuft oder wenn die halt angegriffen werden. Ansonsten hat er noch 1,5 ATK, was nicht schlecht ist. Kann man mit ein paar Sachen doublen oder auch über ein paar Sachen drüber laufen. Also deswegen gebe ich ihm 6 von 10 Sternen. Hat einfach ein bisschen mehr ATK als die anderen zwei und ist einfach ein bisschen nützlicher, denke ich mal. Dann kommen wir zu dem Bossmonster sozusagen, Gradle Slime. Der hat jetzt 5 Sterne, auch Wasser, Aqua wieder, 0 ATK, 2000 Death. Und wenn der in deiner Hand oder deinem Friedhof ist, was mir schon mal auf jeden Fall gefällt, Friedhofseffekte immer gut, kannst du 2 Gradle-Karten, die du kontrollierst, wählen, zerstören und dann den specialen. Also sprich, du könntest sie auch als Ausrüstung wählen, zerstören, dadurch die gegnerischen Monster, die du zerstört hast, loswerden und dann den halt specialen. Kannst du halt nur einmal pro Runde machen, sprich wenn du mehrere hast, bringt es dir nichts. Und wenn er auf diese Art und Weise beschworen wird, kannst du ein Gradle Monster in deinem Friedhof wählen und es in die Verteidigungsposition speziell beschwören. Und der ist halt Tuner, Level 5 mit dem anderen Level 3, den du da durch seinen Effekt specials, kannst du immer synchronisieren. Ist ganz okay, kommt drauf an was der das Synchro Monster kann, aber fürs erste würde ich ihm nur 6 von 10 Sternen geben. Braucht ein bisschen zu viel Setup. Ist eigentlich eine 3-Karten-Kombo, du brauchst ihn und 2 Gradle-Karten, die du kontrollierst, also ist mir auf jeden Fall zu langsam. Dann Gradle Dragon, das Synchro-Monster Level 8, kann man halt wie gesagt durch den davor specialen. 3000 ATK, 2000 Death, braucht einen Aqua-Type-Tuner, also man kann ihn nicht in jedem Deck spielen. Und wenn der Synchro beschworen wird, kannst du Karten vom Gegner wählen, in der Höhe der Anzahl von Wassermonstern, die du für die Synchro-Beschwörung benutzt hast, also meistens 2, und die zerstören. Also nicht schlecht, wenn er kommt, kannst du 2 Karten zerstören.
vom Gegner. Und wenn der durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof geht, kannst du ein anderes Wassermonster in deinem Friedhof wählen oder spezial beschwören. Aber sein Effekt ist negiert. Was aber nicht so schlimm ist, da die Gradle-Monster sich im Friedhof aktivieren, würde der Effekt dann trotzdem noch kommen und dann kannst du wieder ein gegnerisches Monster übernehmen. Also der Dragon ist auf jeden Fall ziemlich gut. Leicht zu beschwören. Viel ATK. Wenn er kommt, kann er was schießen. Wenn er geht, setzt er sich wieder. Also von mir kriegt er 8 von 10 Sternen. Dann kommen wir zu der Zauberkarte. Dauerhafte Zauberkarte. Gradle Impact. Du kannst eine andere Gradle-Karte wählen, die du kontrollierst. Und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert. Und beide zerstören. Sprich wieder, du kannst wieder die Gradle-Ausrüstungen wählen und zerstören. Was ziemlich gut ist. Und während der Endphase kannst du eine Gradle-Karte von deinem Deck auf die Hand holen. Auch sie selber. Aber du kannst nur einen Gradle-Impact-Effekt pro Runde nutzen. Und nur einmal diesen Zug. So wie das formuliert ist, glaube ich, kannst du, selbst wenn du 3 Gradle-Impact hast, nur einen davon aktivieren. Und deswegen kann sie sich wahrscheinlich auch selber suchen, weil das nicht funktioniert halt. Ansonsten können sie sich ja Searcher-Karten nie selber suchen, weil die sich dann sonst stacken und dann außer Kontrolle geraten. Finde die Karte ziemlich gut. Nutz deine Gradle-Dinger, gute Synergie mit denen. Und auch noch ein Searcher, obwohl es halt Endphase ist. Ist ein bisschen zu langsam, aber besser als nichts. Deswegen gebe ich dir mal 7 von 10 Punkten. Dann kommen wir zu den Fallenkarten. Dann wäre als erstes Gradle Parasite. Die kannst du halt nur aktivieren, wenn dein Gegner dich direkt angreift. Dann kannst du ein Gradle-Monster von deinem Deck spezial beschwören in die Angriffsposition. Du darfst halt keine Monster kontrollieren, um den Effekt zu nutzen. Und dann kannst du direkt einen spezial beschwören, was nicht schlecht ist. Und mit dem passiert auch nichts. Also nicht, dass der Endphase zerstört wird oder sowas. Also eine Karte, die ein Monster aus dem Deck specialt, immer gut. Auch wenn es ein bisschen situationsabhängig ist. Ausgehend halt vom Angriff vom Gegner. Und dass du halt kein Feld haben darfst. Und der zweite Effekt ist, wenn du mit einem Gradle-Monster direkt angreifst, kannst du ein Monster vom gegnerischen Friedhof auf seine Seite specialen und dann theoretisch reinlaufen, wenn du willst, und dann das Monster übernehmen. Ist eine witzige Karte, hat auch ein witziges Artwork, aber ist mir ein bisschen zu situationsabhängig. Der zweite Effekt ist ein bisschen zu verrückt. Man weiß nicht, was der Gegner spielt. Ich will nicht unbedingt möglicherweise seine Sachen übernehmen, weil die Friedhofseffekte und sowas haben und dann sich nochmal aktivieren oder sowas. Und ich kann die halt nur aktivieren, wenn ich nichts habe, also wenn ich halt hinten liege, beziehungsweise halt kein Monster habe, was eigentlich nie der Fall sein sollte. Deswegen von mir nur 6 von 10 Sternen. Dann die nächste Falle ist Gradle Split, normale Trap. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst und es damit ausrüsten. Das Monster erhält 500 ATK. Und während deiner Main Phase kannst du diese Falle auf den Friedhof schicken, das Monster, das es ausgerüstet hat, zerstören und 2 Gradle-Monster vom Deck spezial beschwören. Ja, die müssen unterschiedliche Namen haben und die werden in der End Phase dann zerstört und du kannst halt nur eine davon pro Runde aktivieren, klar. Klingt auf den ersten Blick ziemlich gut, 2 Monster special aus dem Deck, aber man muss auch 2 Monster, also 2 Karten dafür benutzen. Und zwar die Falle und das ausgerüstete Monster. Sprich, es ist ein Ausgleich, kein Plus. Was schon mal nicht so gut ist. Aber dafür kannst du halt 2 Specialen dann möglicherweise synchronisieren. Indem du halt den 5er Tuner holst und dann den 1 Dreier. Oder du holst halt 2 Dreier und exceedest. Oder der eine holst den einen, der durch Falleneffekte seinen Effekt sich aktiviert. Und dann Endphase kannst du was übernehmen und mit dem anderen läufst du halt rein und übernimmst noch was. Also auf jeden Fall nicht schlecht, aber kostet eben auch ein paar Ressourcen. Deswegen von mir 7 von 10 Sternen. Aber auf jeden Fall überraschend, dass Gradle ein paar Karten hat, die aus dem Deck specialen. Sowas finde ich immer gut. Also das waren alle Karten von denen, 8 Karten. Das Thema, das Ziel des Decks ist halt, die eigenen Monster zu zerstören durch Kampf- oder Karteneffekte und dann gegnerische Monster übernehmen. Ausrüstung zu sammeln, Karten halt auf dem Feld. Mit denen kann man ein paar Faxen machen. Dann halt der Synchro-Typ, ein paar Sachen aus dem Deck specialen. Also klingt theoretisch nicht schlecht. Ich finde es halt ein bisschen zu langsam. Einfach zu langsam, zu reaktiv. Du musst halt abwarten, was der Gegner spielt. Willst du es übernehmen?
warten, bis er halt überhaupt irgendwas ausspielt, was du übernehmen willst und sowas. Du musst warten, bis er dich angreift oder bis er halt deine Sachen zerstört. Deswegen für mich zu langsam. Aber es gibt natürlich ein paar Karten, die können das beschleunigen, dem Thema, dem Ziel des Decks ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da haben wir zum Beispiel Kreaturentausch. Du kannst deine Griddle Monster auf seine Seite schicken, eins seiner Monster übernehmen und dann über dein Griddle Monster drüber laufen und seinen Effekt nutzen. Oder zum Beispiel Release Restrained Wave. Kannst du eine Equip-Zauberkarte von dir wählen, die zerstören und dann alle Face-Down Spell und Traps von deinem Gegner zerstören. Ist halt ein Weg, deine Griddle-Ausrüstung zu verwerten. Dann zum Beispiel noch Salvage. Kannst du zwei Wassermonster mit 1500 ATK oder weniger von deinem Friedhof zurück auf die Hand holen. Und alle vier haben 1500 Angriff oder weniger. Obwohl, den großen will man nicht wieder auf die Hand holen. Den kann man auch aus dem Friedhof benutzen, aber die anderen drei. Und so macht man halt plus 1. Dann gibt es noch zum Beispiel Supply Squad, dauerhafte Zauberkarte. Immer wenn eine Karte, ein Monster von dir zerstört wird, kannst du eine Karte ziehen. Und das ist ja das Ziel des Decks, also kriegst du immer noch ein bisschen Card Draw dazu, ein bisschen Plus, falls du mehrere davon hast. Dann kann das wahrscheinlich schon ziemlich nervig werden für den Gegner, über die ganzen Griddle zu kommen und dann ziehst du auch noch und sowas. Dann haben wir als letztes noch Surface. Da kannst du einen Level 3 oder niedriger Fish, Sea Serpent oder Aqua, was halt auf die zutrifft, in deinem Friedhof wählen und es in die Verteidigungsposition specialen. Also so eine Art Reborn für das Deck. Obwohl in Defense halt kommt, dann kannst du nicht mehr damit reinlaufen. Aber vielleicht trotzdem ganz nützlich. Dann gibt es noch eine Fallenkarte, Bubblebringer. Darauf der Falle, Level 4 oder höher Monster können nicht direkt angreifen. Und in deiner Runde kannst du diese offene Karte auf den Friedhof schicken und zwei Level 3er oder niedriger Wassermonster mit demselben Namen von deinem Friedhof spezial beschwören. Aber deren Effekte sind halt negiert. Was bei Griddle halt kein Problem ist, weil die sich im Friedhof aktivieren. Aber natürlich hat das Deck auch Schwächen. Und zwar ist es halt dieses im Friedhof aktivieren, weil Karten wie Soul Drain sehr gut dagegen sind. Oder eben auch Karten, die überhaupt das verhindern, dass sie auf den Friedhof gehen, so wie Riss und Makrokosmos. Auch eine ganz gute Karte dagegen, die zurzeit ein bisschen mehr Spiel sieht, ist die Bank, Entlarven. Und dann haben wir natürlich noch Abyss Dweller, der fickt das Deck einfach. Also mein endgültiges Fazit und allgemeine Bewertung für das Deck, ausgehend vom Meta, ist 5 von 10. Es ist nicht überragend schlecht, aber es kann eigentlich auch gar nichts. Deswegen genau in der Mitte. Weder gut, weder positiv, noch negativ. Aber wir werden es auf jeden Fall nochmal in der Praxis uns genau anschauen. Vielleicht kann es mich da von einer anderen Meinung überzeugen. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne unten in die Kommentare eure Meinung schreiben oder eine Deckliste oder sowas, so wie immer halt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und leidet nicht.